Wir haben so viel neues Zoll für. Ach, der Assassinenring. Ein Ring mit eingravierten Initialen Y und M. Hm. Üm. Nicht Mü oder Mai? Mai! Hey, Mai! Aber ja, also Y und M sind schon verdammt seltsame Zeichen. Ja, und wir sollen uns wieder über diese merkwürdige Studie nachdenken, die sie in englischsprachigen Raum geführt haben, was das schwerst zu erratende Hangman-Wort ist. War das nicht irgendwie das Dreistellwort Typ oder irgendwie sowas? Nee, Jazz. Es hat nur 4 Buchstaben. 3 davon sind Buchstaben, die im Englischen nie jemand bei Hangman's bei Hangman raten würde. J und Z. Stimmt auch wieder, ja. Brain. Niemand garantiert uns, dass wir sicher vom Turm des Heils zurückkehren. Bist du soweit? Sind wir soweit? Ich kann Nurse. Ich bin soweit, Professor. Ich kann Nurse. Ich meine, wir haben Zitrusgel, können wir nicht kaufen. Zumindest nicht hier. Ja, Wasser des Lebens haben wir 18 Stück. Ansonsten reicht. 20. Wir haben noch eine wandelnde Flasche schon vergessen. Richtig, wir haben eine wandelnde Flasche und wir haben 10 Mischgele sogar bekommen. Ja. Und wir haben einen Versteck der Geister. Die wandelnde Flasche, erzählt euch gleich was. Nurse. Nurse, Nurse. Nurse. Miau. Miau, miau, miau. Das ist nicht die Mjörk, das sind die Miau. Miau, miau, miau. Also Miau und die Gute, alles klar. Ich habe auf euch gewartet. Bitte besteigt die Drachen paarweise. Ich werde mit der Auserwählten reiten. Es ist meine Aufgabe, sie zu beschützen. Dramatische Pause. Leute, mit wem willst du reiten? Na, bei wem möchtest du dich einschleimen? Na? Bei meiner Heilflasche. Rain guckt hier so ganz zweifelnd an, so... Mit Professor Rain. Oh, okay. Ich schleim mich bei meiner Heilflasche ein. Jetzt ist es bald soweit. Bald wird die Welt erneuert werden. Aber nimmst du mir deinen Schal bitte auf dem Gesicht. Aber das sind, daran kann man sich keine gut festhalten. Das sind aber Viber. Drachen. Du Fuchs. Da macht man keine großen Unterschiede. Das ist immer dieses Leute, die sich sagen, nee, das ist aber ein Viber, das ist kein Drache. Das heißt, Leute, das ist ein Fabelwesen. Ich kann es nennen, wie ich will. Ich kann es Kunibert nennen. Bruder, was ist das? Aber wie waren wir noch zu den Drachenklassen? Ansonsten kannst du ja auch sagen, hier, das war ist ein Drache, nee, das ist so ein Drache, das kann ich nicht als Drache bezeichnen. Wir tun doch das Richtige, oder? Leute, wir können nur tun, was in unseren Kräften steht. Nurse wirken. Das ist wohl die beste Entscheidung, Nurse zu wirken, schätze ich. Ja, das ist wohl wahr. Zum Glück ist das kein Schwimmdrache. Es tut mir leid, Leute. Ich meine, wenn das kein Drache ist, was ist denn dann ein Drache? Der klassische Drache wird, glaube ich, mit 4 Beinen und Flügeln was dargestellt. Was ist mit dem chinesischen Drachen? Und der hatte 4 Beine und Flügel. Die sind schon wieder unterschrieben von dem normalen Drachen, als von dem europäischen Drachen. Siehst du, das ist dann dieses... Für mich sind das alles Drachenende! Also ich meine, der hatte 4 Beine und 2 Flügel. Der hatte doch nur 2 Beine. Das stand auf den Hinterbeinen und die Vorbrummen, das waren die Flügel. Ich habe da keine weiteren Beine gesehen, zumindest. Also er hatte 4 Gliedmaßen und 2 Flügel. Ja, die Flügel waren halt nur an den vorderen Beinen dran. Das ist eine Definition von Viva. Entschuldigung, ist egal. Nein, das ist Kratos. Die Viecher gibt es nicht. Es gibt keine Definition. Den scheinbar unten voraus, gerne bei uns. Das ist immer das, dieses, wenn Leute damit anfangen, das sind aber Vivan, keine Drachen, dann denke ich mir mal, Leute, haltet doch die Klappe. Also ich würde es als Drache bezeichnen. Nimmst du Genus oder China? Wir haben Kratos und Cornette verloren. Ich nehme China.
Probe noch kriegen. Schutzreis-Tiering. Verteidigung um 10% würde ich dir von noch geben können. Ja. Würde ich gerne noch einmal bei China die. Wir gehen uns sehen. Ja. Techniken. Da. Ich gehe mal kurz huschen. Also Heilung für mich nach unten. Mystische. Und du kannst noch hier Leute mit Wasserelement versehen, falls irgendwas gegen Wasser schwach ist. Das können wir probieren. Ich finde es auf jeden Fall sinnvoller, als für mich nochmal Guardian Seal zu wirken. Ja gut, das kann man gerne mit der Tastenkombination. Warum das eine Art ist, das ist ja abwehren und dabei nach unten drücken. Ja. Firepower Life Seal. Große Wahl haben wir ja gerade nicht. Nein, haben wir nicht. Gut. Was hat China? China kann mit Pyre Seal. Da funktioniert das. Ja, und da wir hier Tiger Blade Lightning und dann haben. Ja, nur ich dachte, ich guck mal das, was für China auch drin ist. Ja. Nicht, dass da dann nochmal so ein freier Platz auftaucht, wo was hätte drin sein können. Nein, das Einzige, was China da drin hat, was nicht klappt, ist mit ihrem Elementar-Zeug. Und ihre Beschwörung. Es wäre auch sehr krass, wenn man Uattacke plötzlich mit ihr beschwört hat. Uattacke, Tiger Blade, Photon, Lightning und die! Ja, Corwin wäre aber schon fair. Ja, Corinne. Dann schnell mit dem Gegner Corinne an den Kopf werfen. Ja, und damit die Top-Attacke abbrechen. Kann ich. Mhm, haben wir leider nur nicht aufgenommen. Eben, das haben wir, als wir das Spiel mal angespielt haben, vor den Aufnahmen. Bei einem Kampf, der sehr bald kommt. Ja. Ich habe geprüft, ich habe auch eine U-Attacke auf einer günstigen Position liegen. Also wenn vier Leute bei einer U-Attacke sagen Bom 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 Bom. Es waren fünf Bombs, ich weiß nicht, woher das fünfte kam. Also Kombination. Ja. Das ist Corinne, die von der Seite anfeuert. Ja. Ja, aber wieso? Ja, das ist klar. Also machen wir uns bereit mit einer ungewohnten Truppe. Ja, also für euch ändert sich nichts. Ja. Bis auf das wir einen Heiler weniger haben. Ja, aber sie ist so, wir haben mich als Heiler weniger. Du hast in letzter Zeit häufiger mal geheilt. Ja. Ich bin nicht ganz so unfähig als Heiler. Aber ich bin bestimmt nicht der geborene Heiler. Also ich glaube, der Nachteil von diesem Controller hier ist, wenn er nicht Controller 1 ist, dass er dann nach der Zeit tatsächlich auch von alleine ausgeht. Ah, okay. Ja, der braucht die konstante Benutzung. Richtig. So. Hey, ist das ein schönes Farbgedöns. Blau. Es ist eher Richtung Türkis. Ja. Ist ein Blauton. Was ist das? Ja, aber auch ein Grünton. Ja. Was ist das? Ein Grünton. Und ein Blauton, also ein Türkis-Petrolfarben. Sind das Leichen? Wissen wir nicht, es sind Särge. Dann sind das Särge. Was?
Was sollen all diese Leichen hier? Es könnte sich um alle Auserwählten handeln, die bei ihren Versuchen, die Welt zu erneuern, gescheitert sind. Wenn Colette scheitert, wird sie auch hier landen. Verdammt! Ich mache mir Sorgen um Colette. Beeilen wir uns. Ja. Sheena hat dazu keine Meinung. Sie ist in Schockstarre. Naja, es ist im Prinzip das, was ich mir wünsche. Ja. Ja, aber ich glaube nicht, dass du so gerne so fliegende Särge um dich herum siehst. Was? Die Särge, das ist trotzdem, macht die Geräusche. Echt? Ja. Entschuldigung. Das ist eine wichtige Szene. さあ、我が娘コレットよ。最後の封印を今こそ解き放て。そして人としての営みを捧げてきた。その他に最後に残されたもの、すなわち心と記憶を捧げよ。それを自らのぞくことで。それは2つ目が重要。 記憶を捧げるだと。コレット、僕らを忘れちゃうの？コレットがここで人としての死を迎え天使として再生する。どういうことだよ先生。ごめんなさいロイド、コレットに口止めされていたの。世界を再生すれば、 それと引き換えにコレットが死ぬ。死ぬことが天使になるということなの。それは少し違う。ミコの心は死に、体はマーテル様に捧げられる。コレットは自らの体を差し出すことでマーテル様を復活させるのだ。これこそが世界再生。 マーテル様の復活が世界の再生そのもの。そんなのって。レミエル様、シルバラントには隣り合うテセアラという世界があるそうですね。そなたがビート。 Dickes Veto. Macht ja auch keinen Sinn, aus etwas ein Geheimnis zu machen, was nicht die Wahrheit ist. そのような話、誰から聞いたのか。クルシスでも、両方の世界を平和で豊かにすることはできないのかい。ミコがそれを望むなら、 Ich finde, die Auserwählte sollte ihre Wünsche äußern, bevor sie das Siegel. Wäre praktisch. Miko no chikara de Mater sama ga mezamereba, futatsu no sekai wa Miko no nodomu you ni heiwa ni naru. なぜ自分がここに来たのかミコは分かっておろう。まさか本当に死ぬつもりかい。ダメだ。コレット、お前が犠牲になったらお前のことが好きな仲間も 友達も俺もみんなが悲しくて犠牲になるのと同じだ。話せジーニアス。 Es ist interessant, dass Genius, der Magier, es schafft, den Schwertkämpfer, der älter und größer ist und vermutlich auch stärker, so festzuhalten. Lloyd ist in Schock und Starre und hat jetzt, keine Ahnung, minus 40 auf Angriff und Kraft und überhaupt. Und Gines kann sehr gut den Schwerpunkt ausnutzen oder so, weil er Physik versteht. Genau. Ich auch. Ich habe
ットが変わってしまうのは嫌だけど、それならどうすればいいの？シルバラントのみんなも苦しんでるんだよ。それはミコ一人が犠牲になれば世界は救われる。それともお前は世界よりミコの心だけが救われた方がいいというのか？さあコレットよ、父のもとへ来るのだ。待てよレミエル、本当に他の方法はないのか？コレットはあんたの娘なんだ。あんただって本当はコレットが死ぬことなんて望んでないんだろ？娘だと？笑わせる。お前たち劣悪種が守護天使として降臨した私を勝手に父親呼ばわりしたのだろう。Na ja, da hat jetzt nicht ganz recht. Das zum einen. Und zum anderen, er hätte noch ein bisschen länger da die Schnauze halten sollen eigentlich. Naja, also Colettes Frage war, ob er ihr Vater ist. Darauf hat er nie direkt am Anfang geantwortet. So ist es, bist du mein Vater? Und dann hat er so das angedeutet und darauf war es auch Vater. Und dann hat er mitgemacht. Richtig. Aber er hätte eigentlich, ist das eigentlich auch schon ein Fehler, dass er jetzt schon sagt... Wieso, Colette ist doch sowieso schon entschlossen, das zu tun. Eben. Ja, aber trotzdem. Sagen wir mal so, ich persönlich... Was hat sie denn jetzt noch für Alternativen? Ein Engel werden und sterben oder halt kein Engel werden und sterben? Dann lieber ein Engel werden, den Mana-Fluss umkehren und ihrer Welt noch was Gutes zu tun. Ja. Ich bin Martel-Sama-No-Utsua-Toshite-Erabareta-Kono-Ikenie-No-Musume-Ni-クルシスの奇跡を授けただけだ。コレット。ロイド、大丈夫だよ。私、気がついてた。何度かレミエル様に会ううちに、この人は違う。Also Colettes leises Stimmchen, so halb geflüstert und dann noch mit diesem komischen elektrischen Rauschen im Hintergrund. Ja, die Tonabmischung in dem Spiel ist nicht die beste. Ich finde es schön, das konnten sie noch ein bisschen üben. Ja, ich finde es toll, dass Leute toller gerade aussieht, als wenn Colette einen Stirnband trägt. Ja, na, ja, ist auch ist bei den Haaren wichtig. Ja, ja. Bei der Menge. Colette, kizuite da nara nande? 私の声聞こえるの？嬉しい。最後にロイドにさよなら言えるね。コレット、ごめん。助けてあげられなくてごめん。もう間違えないって誓ったのに。また間違えてたみたいだ。うん、ありがとう、ロイド。私、ロイドがいたから、この世界を守りたいって思えるようになったんだよ。ロイドがいたから、私、16年の命をちゃんと生きようって思えたの。
Colette lernt Judgment. Ja. Autsch. Weh. So, jetzt kann ich mir böse mit Lachen ausdrücken. Ja, also deswegen. Also kanseishita. Martel-sama no utsuwa ga kanseishita zo. Kore de watashi ga yondai tenshi no kuui ni osamaru no da. Klar, wir räumen den Platz für dich. Colette, du hast das Zimmer da. Ja, halt einer der anderen vier. Ten, wie sie weg zum Ulmen. ね、何が苦しいっすか?何が停止さ?何が目が見回ってるだ!これどっかいせ!おお、いいかね。この娘はマーテル様の器。長い時間をかけてようやく完成したマーテル様の新たな体なのだから。16、mindestens。 様たちにはもう用はない。消えろ。お前たちにもう用はない。消え去るがいい。新発見だ。こっちだ。この。 Ich muss nicht über den schwarzen Dings sein. Dennis, oh, danke, gestorben. Chines, guck mal, das passiert, wenn du nach vorne rennst. Mach das nicht. Eigentlich wollte ich wegziehen. Kines, mach China wieder wach. Du sollst so lange schlafen. Hey, das ist mein Zauber! Du wagst es, meinen Zauber gegen mich zu verwenden! Entschuldigung, ich habe zwei von den Strahlen abgekriegt. Das ist jeweils mit 700 oder 800 HP Schaden, das hat die Runde nicht überlebt. Zauber mich an, ich kann's ab. Kai, ich geb dir mal was, dass du nach vorne laufen kannst. Okay, danke. Wer ist überhaupt gerade im Menü? Ich. Ich hab nämlich auch aufs Menü gedrückt. Ah ja, jetzt hat er mich erwischt. Jetzt hat er gerade Photon auf mich gespammt.
Gold. Ja, ich bin da, bin da. Er kriegt gerade was ordentlich. Ja, Gauntlet, das Spiel versucht einmal final Bosskampf zu verkaufen. Mein Guard hat nicht ausgereicht. Autsch! Autsch! Du warst doch gerade davor gesungen. Kein Problem, kein Problem. Alles läuft. Sagt Autsch, Autsch. Ja, komm! Macht der. Hey, in der positiven Rang! Ja! Wow! Das bei einem Bosskampf. Selten genug. Hey! Mein Leut kann kochen! Er konnte Reis zusammenklatschen. Bakana! Seikyo no senshi de aru tenshi ga konna ningen domo ni! Koretto! Modotte koi! Ore ga kanarazu moto ni modoshite yaru kara! Koretto! 本当に俺のこと忘れちまったのか。無駄だ。その娘にはお前の記憶どころか、お前の声に耳を貸す心すらない。 Hi, ich habe gerade Pause gemacht. 今のコレット、死を目前にしたただの人形だ。 Sie ist nur noch eine Marionette, also können wir sie auf jeden Fall mitnehmen, wenn wir sie irgendwie anbinden und hin uns herziehen. 今までどこにいたんだ? 何を言ってるんだ? ミコは世界の再生を願い、自ら望んでそうなった。ミコがデリスカーラーンに召喚されることで、初めて封印は解かれ、再生は完成される。クラトス、どういうことだ?お前たちもそれを望んだ。 ミコはマーテルの新たな体としてもらい受ける。どういうことなんだ!クラトス答えろ!クラトス様、慈悲を、私に救いの手を。忘れたか、レミエル。私も元は劣悪種、人間だ。最強の戦士とは、 自身が最も蔑んでいたものに救いを求めることなのか? Das geht nicht, du warst nur mal Mensch! そこをどけ。 Kratos, お前は一体何者なんだ? Wir haben gerade im Hintergrund Stille. Oh, ja. Ja. Sonst haben wir immer die Szenen gehabt und immer die Geräusche. Jetzt fällt mir auf, warte, wir haben Stille. Wir können die Charaktere mal vernünftig verstehen. Ich bin der Höchstgewichtskan, Krusis, der Zoxsulmono. Miko, um den Kampf zu machen, ist der Vierte-Tenschi. Kratos, ist das ein Tenschi? Hast du uns verarscht? 騙すとは?ミコがマーテルと同化できれば、マーテルは目覚め、世界は救われる。Die Farbe ist schlecht gewählt. Man sieht die Flügel hier gerade sehr schlecht. Das ist nicht die Farbe, es ist eher, dass er das ganze Kostüm vor seine Flügel hält und man deshalb nur ganz wenig davon sieht. Und das zusätzlich. そして女神マーテルに体を奪われる。 コレットは本当の意味で死を迎えるのね。違うな。マーテルとして新たに生まれ変わるのだ。クソ。やらせるか。コレットは俺たちの仲間だ。お前に私が倒せるかな。うざいね。 Gib mir Bonbons. Es ist mir ganz egal, wie viel Leben Kratos hat.
Aber... Das wollen wir uns alle nicht antun gerade. Das bringt uns nichts. Es ist ja nicht so, als ob sich der Storyverlauf dadurch ändern täte. Es ist wohl eher so, dass Kratos dann denkt, boah, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Und die ganz harten Sachen rauszieht. Wenn Kratos die Sachen auszieht, würden sich einige freuen. Er zieht die Sachen ja aus. Und andere an. Ja, das ist das große Problem, ne? Hi. Jaha. Yahari, ikana omae de mo, honki de taiji suru ni wa itaranakatta. Ich meine, er war wirklich so freundlich, uns seinen Hintern freiwillig in die Kamera zu halten, dementsprechend Tradition erfüllt. Ja. Nanda, aitsu? Mata deshi kai? Omae ga Lloyd. Hito ni namae o tasuneru toki wa, mazu jibun kara nanore. Wir haben schon gehört, er ist in Brasil. Irgendwas hat er seinen Namen schon gesagt.犬の名前を呼ぶときわざわざ名乗る者はいまい。なんだと。哀れな人間のために教えよう。セルサマナム。ヤマリヤマリ。ヤマナは犬ドラシル。クルシス。そしてイザイアンを滑る者だ。ヤマリヤメンシクラス。 Das haben sie gerade eben schon mal abgekriegt. Ich bin nicht weggewegen. Ich hab ihm einen Schaden zugefügt! Ich glaube, zusammen haben wir irgendwie 20 Schaden verursacht an ihm oder sowas. Yes! Haben wir alle vergessen, ein Auge drauf zu werfen? Nein! Ich hab eins geworfen! Ah, okay, ich hab's gemacht. Ich war damit beschäftigt zu gucken, ob Fuchs im Überlimit ist oder ich, warum auch immer noch wieder im Überlimit bin. Nein, ich war's. Aber es hat nichts gebracht, da ja die Leiste nicht voll war. Ja, und Lord kann doch keine mystische. Ist die Säule kaputt gemacht. Ich habe ein Schwert rausgeholt, um Leute gegen die Säule zu werden. Jetzt tue ich das Schwert wieder weg. Sarada. Randy kann sehr empfehlen. Butter! Miko hat sudeni tenshi ka shite shimatta ka? Yamu o en. Korosazu tsure kaeru no da. Packen Goletzo am Beinchen, so. Ja. Kozakashi Renegade. Na gut. Shirizoku. Mir fällt jetzt das erste Mal auf, in allen Malen, wo ich das mal schon gesehen habe. Der hat auch sowas, solche Dinger am Arm. Ja. Mann, ich bin aufmerksam, Leute. So hilft's doch überhaupt nicht. Jui. Der hat einfach überall so geschlürzt. Der hat ja auch die größten Flügel von allen, also. Ja. Muss was kompensieren. Ach, Kopf. Klar muss der was kompensieren, sonst würde man es in den Klamotten ja sehen, ne? Ja. Ja.
Gehst du schon wieder in eindeutige Richtungen? Nein. Leute. Nein. Ich sag nicht, dass ich den gleichen Gedanken hatte. Nach der Musik musst du lauschen, Leute. Dann brauchst du nicht nachzufragen. Leute, hat keine Hintergrundmusik. Kurito! Aber diesmal hast du das Gästezimmer bekommen. で何を言ってるんだ。いっぺんにいろいろあったから混乱しちゃうよね。そうね。ちょっと長くなるけれど。今のデザインの、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 今のデザイン
お目覚めですか。それでしたら隣の部屋へどうぞ。我々のリーダーがお待ちです。Also, ich blauhaarme Blauface oder so. Omae da ka. Renegade nano ka. So. Wareware wa Desire ni. Ya. Crucis ni taikou suru tame no chika soshiki da. Ja. Crucis to Desire wa hontou ni onaji soshiki nano ka?その通りだ。クルシスは表でマーテル教を操り、裏ではディザイアンを進めている。ディザイアンはクルシスの下位組織なんだ。マーテル教はクルシスが世界を支配するために生み出した方便に過ぎない。Ich muss ja leider sagen, dass ich das Outfit von Botta verdammt schick finde. Ja, Bottas Outfit ist echt cool.Bei mir war es gerade die Designs, sind die Kirche von Mattel ist nur ein Instrument. Was ist hier denn, ein Kontrabass? Eine Orgel. Eine Triangel. Ein Kontrabass. Jatsura war Crucis の奇跡という特殊なエクスフィアを用いて進化したハーフエルフなのだ。Außer Kratos, der war ein Mensch. 当然神などではない。マーテル教会もミコもそんなこととは知らないはずだがな。あいつらもハーフエルフなのかい？ああ、ディザイアンの一部のクルシスも、そして我々もハーフエルフだ。クルシスは何が目的なんだ？世界を支配するためだけにこんなことをしているのか？すべて我々に聞くつもりか？Ja, wir haben so ziemlich so gar keine Infos. Wir sind die dummen Protagonisten. Megami Martel の復活かしら。マナの血族に信託を下し、婚姻を管理して器となる巫女を作り上げる。Das klingt so, als hätte sich irgendwann mal jemand mit dem großen Mana-Fluss gepaart. Das erscheint mir alles sehr seltsam und kompliziert. Wenn du schon willst, dass Fuchs mit dem Kontinent rumknutscht, warum denn nicht? Silberant und ja, tagai ni Mana を搾取し合うもう一つの世界がある。テセアラだな。そう。そしてこのいびつな二つの世界を作り上げた。クルシスの指導者、ユグドラシルだ。世界を作る？バカバカしい。そんなことできるわけないよ。と。そう思うのなら、ここでこの話は終わりだ。待てよ。二つの世界を作ったのがユグドラシルなら、お前たちはそんな連中相手に何をしようとしてるんだ？それだけじゃない。お前たちはコレットの命を狙ってた。俺のこともだ。到底味方とは思えない。それなのにどうして俺たちを助けたんだ？まんざらバカでもないらしい。何？我々の目的はマーテル復活の阻止。そのためにはマーテルの器となるミコが邪魔だったんだ。もっともミコは完全天使と化してしまった。今のミコは防衛本能に基づき敵を殺戮する兵器のようなもの。下手に手出しはできない。しかしマーテル復活の阻止という我々の目的を果たすためにもっとすでに我らが手中にある。
wir haben uns in der Ecke versteckt. Also die, die nicht durch die Tür gekommen sind. Warewale ni hitsuyou na no wa kisama da. Lloyd Arvin. Ore? Ore ga ittai nan da tte yun da? Du kennst deinen Vater nicht, das ist besonders an dir. Lloyd Torero. Oder aber du bist bei einem Zwerg aufgewachsen, das ist besonders an dir. Du trägst furchtbar rote Klamotten, das ist besonders an dir. Du kämpfst mit zwei Schwertern, das ist auch besonders. Habt ihr mal gesehen, wie stachlig deine Haare sind? Nein, das war der Zwillingscousin oder so. Eben, das ist nicht mal die Fragezeichen, das war Ausrufezeichen. Ist sie alle brav, Faden? Weil da so ein kleines Fifi-chen steht, das da knurrt. Okay, Colette ist unser Anzeigecharakter. Mhm. Pina weiter? Für wen sollte ich denn sonst nehmen? Colette. Haha. Okay. Da geht's nicht lang. Kratos der Verräter.最初から僕たちを騙してたんだね。どこかおかしいとは思っていたけど。でも結局は見過ごしてしまった。愚かしい自分が嫌になるわね。チクショー、クラトスの野郎。絶対許せない。ロイド。シャイニーがそうしたコンティケンスでしてリアクション。おわお。 Stilvoller Abgang. Aber Spiel, bitte nicht nochmal solche Speedy Gegner. Das war jetzt. Hallo, einkaufen Sie einkaufen. Einkaufen. Ja, wir nehmen Orange Wheel. Wir nehmen damit noch ein paar Wasser des Lebens. Ja, und die vier Augen nehmen wir auch noch mit. Ja. Dankeschön. Oh, Speicherpunkt. Was sagt eigentlich die Uhr? Wenn einer von euch beiden jetzt sagt Tick-Tack, dann hau ich euch. Nein, unsere Uhren sind alle digital, die machen bis. Acht. Okay. Prügeln wir uns heute durch oder machen wir das nächste Mal? Yggdrasils Ziel. あのユグドラシルってやつが、クルシスの一番偉いやつの。おそらく眠っているというマーテルが象徴的存在で、ユグドラシルがその計画を遂行しているのでしょうね。クラトスは、あのユグドラシルってやつの部下だったんだね。あいつ、コレとマーテルにして、どうしようっていうんだ。それよりも、マーテルがどうして器となる体を必要としているかも気になる。 ガラダがないってことだもんね。ガラダがなくて、その心だけっていう存在になっても生きていられるもんなのか。現にコレットは心を失って生きているわ。逆もありえるのでしょうね。そういえばそうだな。どうしてマーテルが体を失ったのかも分かれば、ユグドラシルが何をしようとしているのかも分かるかもしれない。
Ich hätte gesagt, wir hören uns das an, dann gehst du nochmal speichern und dann... Okay. Dann können wir auch immer noch sagen, ja, ja, ja. Also, Colette labert nicht mehr, Colette redet nicht mehr mit uns, Colette mag uns nicht mehr. Können wir so nicht sagen. Colette weiß nicht, ob sie uns mag oder nicht. Colette kennt uns nicht mehr. Kratos hat gesagt, er hat auch keinen Bock mehr auf uns. Ja. Oh. Aber Remiel ist tot, das freut mich. Ja. Und in dem Sinne geht's dieses Mal ohne Kratos und Remiel weiter. Und bis dahin. Tschüss und Baba. Wiedersehen. Ciao. Wenn wir immerhin kriegen wir dann vielleicht bald neue Partymitglieder.